Und die sind über einen halben Stack jetzt schon durch. Ja. Also im Moment bräuchte ich eigentlich nur warten und dann könnte ich wieder zurück. Eimer hat er gesagt. Eimer. Eimer. Mindestens 2 Stück. Ja, da bringe ich den Stack Eisen, wird das sollte reichen. Ich habe doch Eimer in den Barrels. Warum wollen wir denn jetzt schon wieder Eimer bauen? Hä? Haben wir die echt eingebarrelt? Ja. Ach, gab's sogar mal, es gab sogar mal 2 davon. 2 Barrels. 3 Stacks und 7 Eimer. Ja, dann ich brauche mindestens 4. 2 brauche ich wirklich mindestens. So am, als wirklich allerwenigstens. Gut, aber wollen wir mal gucken. Was denn hier unsere Dings mal? 15 nur noch. Krass. Was denn? Wenn das geht. Dann werde ich jetzt mal folgendes tun, Fisch. Wupp. Huch. Pling. Ich habe was fallen lassen. So. Da ist auch was durch. Gut. So. Haben wir eigentlich Ziegelsteine im Generellen da? Ja, haben wir 8 Stacks sogar. Ein paar haben wir ja. Ja, wobei, wenn ich jetzt Ziegelsteine nehme, das beißt sich dann wieder von der links her wieder so ein bisschen den Rotfels. Ich denke mal, wir haben jetzt genug Rotfels dabei, dass ich sagen kann, okay, nehme ich Rotfels. Anstatt. Wie du möchtest. Mal einen Ziegelstein. Oh, hier ist schon durch. Okay. Ja, so wie du. Total durch. Bitte? Habe ich das laut gesagt? Verzeih mir. Und Göbelstone brauchen wir. Göbelstone. Hast du alles aufgebraucht? Ich glaube schon, weil ich das jetzt nicht gesehen habe, wo du dein Göbelstone hast. Brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Ignoriere mich. Weil das ist das Dorf eigentlich entfernt. 835.792 Kilometer. Über der Erde. Was? War ein hübsches Dorf. Warte mal, wie weit? 1556 Blöcke. Na, wäre nicht so weit. 1500 Blöcke. Das mache ich so nicht. Gut, Rotfels habe ich jetzt auf jeden Fall genug. So viel steht fest, brauchen wir noch was. Niveau bräuchten wir. Aber der Zug ist offensichtlich abgefahren, ne? Der Zug ist abgefahren, ja. Dann lauf ihm hinterher, verdammt! Halt, bleiben Sie stehen! Ich bin der Niveaujäger. So, ich nehme jetzt mal ein bisschen Kohle mit und ein bisschen Rotfels noch. Ich wusste es doch, der ist nur hier wegen der Kohle, weißt du? Dann können wir uns nämlich aus den... Macht gleich mal ein Stack Öfen, dann kann ich die mal aufstellen. Ein Stack Öfen? Ja. Und dann kann der Alter, gleich mal... Alter, wir haben Tesseracts am Start. Transferiere die Energie hier rüber und hau die Induktionsöfen daran. Da müsste ich ja wieder alle Induktionsöfen abbauen. Du kannst die doch aber auch herstellen. Wo ist denn das Problem? Will ich aber nicht. Das ist Quatsch. So, ein Stack Öfen passt. Willst du mit Vanillamechanik arbeiten? Ich habe noch ein bisschen Rotfels auf Vorrat, so ca. 15 Stacks. Und gebrannt habe ich auch nochmal ca. 15 Stacks, also ein bisschen was auf Vorrat habe ich. Und den Rest knall ich mir jetzt einfach voll generell mit Rotsteinpflaster und dann Das war nicht die Frage. Achso, die Frage war genau. Merkst du, wie du an mir vorbeisprichst? Ich hab genug auf Vorrat, dass ich sagen kann, ich hau die einfach in die Vanillaöfen rein, dann können die brennen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und auch da hätte ein einfaches Ja gereicht auf die Frage, willst du mit Vanillamechanik arbeiten? Hättest du einfach sagen können, ja. Weißt du, aber naja. Naja, man muss ja immer so ein bisschen erklären. Musst du? In der Erklärbär. Du erklärst doch auch sonst nix. So, ich hätte gern meine Eimer, bitte. Jawohl. Leg sie da rein. Leg sie da rein. Verstehst du? Du Eimer
da rein. Ich glaube, es hakt. Was bist du denn für einer? Meine Güte. Ich bin der größte Freak, der rumläuft. Und ich wollte doch nur ein bisschen Hilfe. Was? So, wie viel Platz habe ich denn jetzt hier? Das heißt, pass mal auf. Erstmal hier die vier Äpfel. Mahlzeit. 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 So, ja, dann habe ich zumindest das Hüngerchen hier schon mal entsorgt. So, dann so. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ich weiß, man braucht das nur zweimal machen, aber ganz ehrlich, hey, ich hab's doch. Oh, er hat sogar schon einen Brunnen für dich gebaut. Nö. Das ist, der hat eine Viererbreite, ist dir klar, ne? Ich stelle mich jetzt hier einfach in die Ecke und schäme mich. Scheiße. Und ich gebe mir noch Mühe, warum sagt denn keiner was? Weißt du, ihr guckt alle zu, weißt du? Die gucken alle zu, weißt du? Und keiner sagt in den Kommentaren mal, hey, das ist eine Viererbreite, Master. Pass doch auf. Sonst lacht dich der Christoph aus. Und zack, was macht er? Mich auslachen. Eine Viererbreite, ist doch klar. Alter, kann er schon wieder so failen. Ich habe jetzt aber auch wirklich nicht mitgezählt. Also von daher... Zählen zählt nicht unbedingt so zu seinen Schwächen, ne? Zu meinen Schwächen? Nee, das zählt nicht zu meinen Schwächen. Schwächen genauso wie bei dir, dass das normale Sprechen nicht unbedingt zu den Schwächen zählt. Das ist so, weißt du? Deutsch gelernt bei Yoga, du hast. Richtig. Ich bin sehr traurig. Was? 1, 2, 3. Du aber, ich hab so geübt. Weißt du, was das Leben ausmacht? Wenn man selbst über sich lachen kann. Nur dann kannst du auch über andere lachen. Und das ist das Wort, welches die Folge 1500 fast beendet hätte. Sind wir schon 1500? Wir sind einfach reingegangen in die Folge und haben nichts gesagt. Eine Folge wie jeder andere auch. Das ist ja böse, hä? Nur, dass es die 1500er Folge ist. Wir sind in der Folge 1500, das darf man keinem erzählen. Vor allem, wir haben Gronkh fast. Nee, sind wir nicht. Sind wir nicht. Oder? Sind wir? Wie viele Folgen haben wir denn mittlerweile? Wir sind gleich an Aufnahmeende. Aufnahmeende? Der ja, doch, wir sind in der 1500. Klar sind wir in der 1500. Selbstverständlich sind wir in der 1500. Immer 5 Folgen. Geh ich mal auf deinen Kanal, Master Mansion. Immer 5 Folgen. Die letzte Folge war Folge Nummer 5. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Die letzte Folge, die du hochgeladen hast, war 1494. Ich weiß ja nicht, was du noch auf Vorrat hast, aber... Die 1494, dann haben wir mit der 1595 in der Aufnahme am Montag begonnen. 95, 96, 97, 98, 99. Also sind wir jetzt in 99. Dann sind wir in der 99. Yay! Sind wir kurz davor. Alter, was ist denn los mit mir? Merkst du? Merkst du? Ich übernehme deine ganze Zerstreutheit. So, 1, 2, 3, 4. Du hast gesagt eine Dreierbreite. Ja. So, das wäre hier. Du kannst mir natürlich auch eine Fünferbreite reinhauen, ne? Aber nö, jetzt will ich das nicht mehr. Eine Dreierbreite wäre schon von Vorteil. Ja, diese ganzen beschissenen Treppen hier auch, ne? Nervt langsam. Dreierbreite im Infield, hast du gesagt. Ja. Dann mache ich das jetzt auch. Nicht im Outfield. So,
das hier hätte ich eigentlich stehen lassen können. Ich bin auch so schlau, weil ich so schön bin, so schlau, bin so rank und schlank, werd ich Miss Waikiki. Was? Oh Gott. Okay, dann sind wir in der 1499. Ah, gut. Gut zu wissen. Dann kann ich ja wenigstens nochmal Hallo sagen. 1500. Die du aber dann erst am Montag zu sehen kriegst. Da kenne ich nix. Au! Hier machen wir mal Licht an. Hier machen wir mal Licht an. So, dann mache ich. Hier hinten. Licht an. Hier so. Hinten rum an der einen Ecke, da wo die Schlucht ist, da müssen wir noch ein bisschen Terraforming dann später betreiben. Ja, für sowas haben wir ja entsprechende Maschinerie. Gleich hier schon mal so ein bisschen das Terrain an, aber. Müssen dann so ein bisschen Terraforming noch. So, so. Terraforming Villa. Ja. Ein Haus lege ich jetzt schon mal so ein bisschen frei, damit man mal die Grundstruktur sieht, weil von außen her drei Blöcke hoch mit irgendwelchem Scheiß eingegraben. Kenn ich irgendwo her. Irgendwie ist er heute nicht so bei der Sache. Wenn er Ideen hat, ist er immer nicht so bei der Sache. Ja, das Problem ist, wenn ich denke, kann ich nicht gleichzeitig... Deswegen habe ich dir ja das Denken wirklich schon fast schon mit staatlicher Autorität untersagt. Hör auf zu denken. Das hat keinen Sinn. Du weißt das, ich weiß das. Jeder Mensch auf diesem Planeten weiß das. Denken hat keinen Sinn bei mir. Nein, das auch bei mir nicht. Also, stell dir mal vor, ich würde jetzt anfangen zu denken. Ey, hör auf, das geht doch gar nicht. Und jetzt, pass mal auf, ich kann das ja noch toppen. Stell dir mal vor, ich würde anfangen, logisch zu denken. Oh Gott, hör auf. Das wäre fatal. Was will dabei rauskommen? Logisches Denkvermögen. Oh. Das würde mir schon wehtun. Aua. Wenn du das von mir verlangen würdest, also da hätte ich schon ein Problem mit. Möchte sie jetzt bitten, alle logisch zu denken? Nein! Habe ich hier nicht noch irgendwo andere Materialien rumliegen? Ich habe doch hier bestimmt irgendwo Standardkram rumliegen. Wie hast, wie hast du das eigentlich damals in der Schule gemacht? Weil Denken, wenn Denken eh nicht so der Fall ist. Gar nicht. Hab ja keinen Abschluss und so und nix. Also, hab mich einfach durchgemogelt und gesagt, ich mach das jetzt. Weißt du, so. Nein, natürlich nicht. Bildung ist wichtig. Also, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch ein Buch mitgebracht. Mir ist weggeworfen. Ach, meine Schaufel. Ja, weil du immer schlammst mit deinen Werkzeugen. Mein Inventar ist schon voll. Ich könnte kotzen. Und zwar im Strahl. Aber ich habe ja Gott sei Dank einen Rucksack, der komplett leer ist. Hey, alles schön reinknallen. Ich habe dir mal eine Dreierbreite gemacht, ne? Jo. Allerdings habe ich die Länge noch auf 4 gelassen. Ich bin aber auch ein Vollidiot. Warte mal, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So ist richtig. Hier muss das noch zugemacht werden. Ich finde es ja gerade ein bisschen witzig, ne? Ich habe gerade mit der ganz normalen Schaufel, mit der Diamantschaufel gearbeitet und die war mir zu schnell. Jetzt wechsle ich erstmal auf die Ultimate Fist, die geht wieder schön langsam. Dann ist die Diamantschaufel, die du da hast, eine Enchantete. Ja. Siehste, das Kamel steht in der Wüste. Haltbarkeit 3 und Effizienz 5. Ja gut, dann darfst du dich wundern, wenn du eine 5er Effizienz hast, dass das so heftig wird. Die hast du mir verzaubert. Nee. Doch. Nee. Doch. Okay. So, dann habe ich mir jetzt auch mal ein Stack Ziegel gebastelt. So, dann brauche ich RD. 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 Fupp. Fupp. So, mein kleiner Nasenbär mit dem lockeren Handgelenk. Zähl bitte nach. 1. Nicht, dass du am Ende wieder sagst, es würde nicht stimmen. 3. Gut. Ist in Ordnung. Wieso soll der Brunnen genau mitten in den Weg? Was hast du da vor? Ich frag besser nicht. Du kannst es mir sowieso nicht erklären. Du sprichst wahrscheinlich wieder an mir vorbei. Nee, ich hatte da... Ich mach das generell so.
dass ich dann sage, ich kann ja mal so ein bisschen so einen kleinen Plan hier aufzeichnen, so wie ich das haben will. Ich jetzt mal erstmal das blöde Wasser hier weg. Ja. Und zwar habe ich das ja auf meiner Displaybelt auch gebaut, diesen Brunnen. Hab den da auch auf eine Dreierbreite abgeändert. Okay. Und mach dann, im Prinzip gehe ich dann, weil der Weg ja selbst eine Dreierbreite hat. Lol, irgendwie spinnt der Magnetmodus gerade. Ja, der spinnt gerade nicht wenig. Weil der Weg ja selbst eine Dreierbreite hat, gehe ich hier 1, 2, 3. Und warte mal, ich komme mal nach oben. Guck ich mir das mal an. Dann gehe ich hier, als wenn ich hier eine Abzweigung machen will, 1, 2, 3. Dann gehst du immer drum rum. Und gehe hier auch 1, 2, 3 und verbinde dann einfach die Ecken. Dann du machst einen Dorfplatz. Genau. Alles klar. Ich verstehe. Hängen viele Emotionen dran und so. Eine Dorfplatz. So, der Weg ist jetzt soweit erstmal fertig. Ja, eigentlich ist der Weg ja das Ziel, ne? Nur, dass der steinig wird. Und vielleicht auch ein bisschen schwer. Er wird auch schwer. Gott, ey, diese Witze, ey, die sind so uralt und ausgeleiert. Er hat ausgeleiert gesagt. Oh. Er hat ausgeleiert gesagt. Nee. Mach das nicht mit mir. Kann auch was ganz anderes, was ausgeleiert ist. Oh nein. Ach, lassen wir das. Ja, das ist besser, wenn wir das lassen. So, klar. Falls sich jemand fragt, warum ich den Brunnen nicht flute, ich hätte gern, dass die kompletten Wasserquellen still sind. Der Stillwasserquelle. Ja, ich könnte den auch fluten, aber ey, das wäre ja einfach. Einfach? Nein, das will doch niemand machen. So, ich habe jetzt die Wahl zwischen Tropenholz, Mammutbaumholz oder Kirschholz. Weiß nicht, mit was ich arbeiten soll. Das weiß ich auch nicht. Wieso erwartest du von mir, dass ich das weiß, was? Weil ich dachte, dass du ein schlauer Mensch bist. Ja, ich bin der Schlauste, einer. Das weißt du doch. Ja. Jetzt muss ich erstmal hier die Häuser anpassen, weil die sind immer so popetrisch, das geht gar nicht. Popetrisch? Oh, du machst voll Tronk nach. Ja, ich bin schlimm. Ja. Und weißt du, wie du das mit der Hausanpassung machst? Ja. Das machst du in der nächsten Woche. Stimmt. Weil die Woche ist wieder vorum. Richtig. Vorum, ey. Das ist schon wieder vorum, ja. Du hast auch ein ganz merkwürdiges Vorumpel. Scheiße. So. Vielen Dank fürs Zusehen. 1499 Folgen sind vorbei. Meine Güte. Wir sind bei 1500 am Montag. Wird kein großes Special geben, aber hey, komm, 1500 Folgen. Das muss uns einer nachmachen. Richtig, Kronk hat es nicht nachgemacht. Es gibt den einen oder anderen, der uns das schon vorgemacht hat, aber ich habe ein ganz anderes Ziel. In diesem Sinne, haut er rein. Tschüss, Sikowski, bis der Manski. Denkt an www.zwischendurch.net, so wie immer. Und an den Kollegen, der hier mitmacht. Und an den Kollegen, ja, stimmt, genau. Das ist ja der Kollege, der hier mitmacht. Das ist der 710er. Einfach bei mir in der Abo-Box schauen. Natürlich, selbstverständlich. Hätte ich ja fast vergessen, um Gottes Willen. Mensch, wie kannst du denn? Das passiert, wenn du an mir vorbeiredest, weißt du? Ja, in der Abo-Box. Einfach mal draufklicken auf der 710er. Einfach mal reinschauen. Vielleicht auch abonnieren oder der Katze zu essen geben. So wie immer. Macht's gut. Bis dahin. Schönes Wochenende und Tschüssing. Tschüss.